Riviera ruft wieder. Willkommen zurück zu Fantasy Life. So, im letzten Part haben wir hier aufgehört. Ich glaube, ich sollte... Hier im Spiel ist es ja bald Nacht. Deswegen gehe ich erstmal auf mein Zimmer und penne. Und dann entscheiden wir uns für ein neues Leben. Ja, wir lassen die Baumfäller-Karriere erstmal zurück. Sprich mit V Verbindung in der Lebensgilde. Markus, wie kann ich dir helfen? Ja, da prüfen wir die Wonne hier. Sieh mal, wie wonnig du bist. Oh, tut leider meine Proppen, du. Es ist was Wonniges passiert. Guck, hier jede Menge. Boah, geil, ich bin stark, du. Ein Wonnebonus. Aber mein letzter Wonnebonus ging nicht in Erfüllung, wenn ich das so mal sagen darf. Da, lebe mit einem Tier. Aber, es ist keins gekommen. Wir warten mal, was passiert. Größeres Lager, Tasche, dann nehmen wir erstmal eine größere Tasche. Das kann schon mal nicht verkehrt sein. Jetzt ist noch was aufgetaucht. Wahrscheinlich noch eine größere Tasche. Das Bett sieht so warm und kuschelig aus. Ich kenne das. Schlafen, ausruhen, speichern. Das eine schließt das andere ja nicht aus, oder? Wir können trotzdem während des Schlafens ausruhen und speichern, oder? Sad logic. Ich will nämlich... Frau Verbindung kann mal schön alleine. Bitte rufen Sie uns zurück unter folgender Nummer. Haben wir irgendwas im Briefkasten hocken? Sieht eigentlich nicht danach aus. Nope. Gut, Lebensgilde. Oh, ein neuer Tag. Kann beginnen. Ja. Schätzlein. Ist ja gut. Hier, Kompagnon. Willkommen in der Lebensgilde. Wir ändern unser Leben, wenn das so einfach gehen würde. Das ist natürlich alles sehr interessant. Na, Schneider jetzt vielleicht nicht so. Schmied lassen wir auch mal außen vor. Angler und Koch wären auch. Eigentlich würde der Koch mich interessieren, aber das Outfit ist ja wirklich zum Wegschmeißen. Jäger. Söldner. Was ist denn der Unterschied? Ich lese einfach mal, was ein Paladin ganz genau ist, ja. Monster und Kreaturen der Dunkelheit machen niemals Urlaub, ebenso wenig wie der Paladin. Mit der Waffe zur Hand wirst du zum Hüter der Gerechtigkeit. Ja, wenn es weiter nichts ist. Aber was ist der Unterschied zwischen Paladin und Söldner? Niemandem verpflichtet, jedem verfügbar. Dein Schwert und deine Fähigkeiten sind alles, was du brauchst. Deinen Auftrag. Das klingt eigentlich ganz gut. Also das eine ist quasi in der königlichen Familie ein Soldat zu sein. Ich möchte dann doch ein Söldner sein. Da habe ich auch mal ein Outfit, was ich anbehalten darf und kann. Also ich darf auch das Baumfällerkostüm anbehalten, aber ich fand es nicht so männlich, nein. Okay, wo muss ich denn hin zum Weltmeister? Herzlichen Glückwunsch, Markus. Willkommen im Leben als Söldner. Ich bin sicher, du weißt es bereits, aber dein neuer Meister ist dein erster Ansprechpartner. Ich habe dir seinen Aufenthalt auf der Karte markiert, damit du weißt, wo du ihn finden kannst. Also los geht's und viel Glück. Ich denke, ich bin frei. Frei wie der Vogel. Nee, ist klar. Bin mal gespannt. Als Söldner unterwegs. Ich will mein heftig großes Schwert. Ja, ein großes Dong-Dong. Auf der Karte immer dieser kleine, aber feine rote Punkt. Ah, was? In die Krone? Ist er nicht immer der Hi-Ho und besäuft sich sinnlos? Okay. Unser Meister ist Cervantes. Ah, ich möchte ein Deutsch aussprechen. Cervantes. Fantes. Cervantes. Ich habe keine Ahnung. Na, sieh mal an. Wer ist denn dieser Jungspund? So. Du willst also ein Söldner werden, hm? Du hast Schneid, Jungschen, so viel steht fest. Aber das Leben eines Söldners ist hart. Bist du bereit, mit allen Mitteln gegen furchteinflößende Monster zu kämpfen? Aber weißt du, wenn das Leben hart ist, ich habe noch was... Wenn du willst, kannst du die Einführungsquest überspringen und deine Lizenz gleich erhalten. Warum soll ich das überspringen? Wiederholt sich da so oft immer. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ich möchte fortfahren. Gut, vergiss niemals, dass du dich in der Schlacht nur auf dich selbst verlassen kannst. Ein Söldner verlässt sich ausschließlich auf seine Klinge und die Stärke seines Arms. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ein Söldner sich eine Aufgabe annimmt, dann muss er sie auch erfüllen. Ein Söldner musste Gefahr ins Gesicht lachen und seine Angst über Bord werfen, ganz gleich wie furchterregend der Gegner auch sein mag.
Und selbst wenn es um einen riesigen, blutroten, feuerspeienden Drachen sich handelt. Ein wahrer Söldner steht aufrecht mit gezücktem Schwert und tritt ehrenhaft seinem Feind entgegen. Selbst die stärken Monster können dem Söldner nichts entgegensetzen, solange er nur bereit ist, jede Herausforderung, die sich ihm in den Weg stellt, zu akzeptieren. Natürlich trägt ein Söldner keinen anderen Schild als seine Stärke in der Schlacht. Wenn du nun, da du weißt, was dich erwartet, immer noch einer von uns sein willst, dann hast du vielleicht das Zeug dazu, Großes zu leisten. Vielleicht hast du sogar den Schneid, eine wahre Söldnerlegende zu werden. Das geht echt schnell hier. Cervantes? Vielleicht legst du besser mal eine Pause ein. Dein Geplauder zieht sich manchmal ein wenig hin. Du willst doch den armen Kerl nicht verscheuchen, oder? Es war doch gerade dabei, zum besten Teil zu kommen. Na gut, wir wollen ja unseren Kleinen hier nicht gleich verkraulen. Ich gebe dir deine Chance, mein Schüler zu werden. Zuerst brauchst du etwas für Söldner Unerlässliches. Nimm diese Klinge als Geschenk von mir an. Eine kleine Starthilfe für den Start in deinen zum Helden. Das ist das Laien-Großschwert. Ist nur geliehen, versteht ihr? Wahre Stärke kommt nicht von ungefähr. Ohne Training wird auch die schärfste Klinge stumpf. Zieh nun mit diesem Schwert hinaus in die Welt und misst deinen Schneid an mächtigen Feinden. Boah, macht nur Spaß. Dafür dürfte es wohl noch zu früh sein. Es wäre vielleicht besser, wenn du dich erstmal um ein paar Probleme in der Gegend hier kümmerst. Der nette Mann hinter der Theke dort hat womöglich Arbeit für dich. Also hier ist alles ziemlich gechillt und frei. Dein erstes Schwert für Ehre und Gulden. Das ist doch mein Motto. Das ist ein Motto, mit dem ich leben kann. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Was ist das? Instrumente und Requisiten, die bei Vorstellungen verwendet werden. Ja, ich kann nicht mehr runter. So, dann spuck mal aus. Was ist denn dein Begehr? Hallo, ich sehe, der gute alte Cervantes hat dir dein erstes Großschwert gegeben. Glückwunsch! Meister Cervantes mag ab und an viel reden, aber er ist ein großartiger Mann. Er wird auf dich aufpassen. Also, wenn du dich um lokale Probleme kümmern willst, weißt du, Gilius scheint ein kleines Monsterproblem auf seinem Hof zu haben. Mehr weiß ich aber leider auch nicht. Er hat nicht gesagt, um welche Art Monster es sich handelt. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht allzu gefährlich ist, nur ein wenig Ärger auf dem Hof. Das macht einen wahren Söldner aus. Leute werden dich oft anheuern, um Monster zu erledigen. Du musst deine Fähigkeiten beurteilen können, um zu erkennen, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Ein einfaches Leben, das sich aber durchaus auszahlt. Eine fürwahr würdige Berufung. Jawohl! Scheint, als hättest du wenigstens etwas aus meinen Geschichten gelernt, Bart! Oh, das soll es jetzt vielleicht besser gehen, bevor er wieder loswegt. Das schaffst du schon. Oh, eins noch! Mein Sohn ist vor kurzem dorthin, sich den Schaden mal ein bisschen anzuschauen, aber er ist noch nicht zurück. Er heißt John und er ist Laie, genau wie du. Ich mach mir nicht wirklich Sorgen, er hat wohl nur Angst bekommen, sich irgendwo versteckt. Wenn du ihm begegnest, nimm ihn bitte mit, einverstanden? Hervorragende Idee! Der junge John kann dir auch gleich einige Grundlagen des Schwertkampfs beibringen. Großschwerter sind mächtig und schwer, sie zu schwingen, hängt nur von deinem Griff ab. Soll heißen, der beste Schwertkämpfer muss nicht unbedingt auch der stärkste sein. Geh jetzt besser, Kleiner, sonst kommst du zu gar nichts mehr. Ein Hof mit schwachen Monstern und John macht sich in die Hose. Okay. Die Rahmenbedingungen habe ich verstanden. Ah, das ist ja gar nicht so weit weg. Ah, es bringt nichts. Sie sind einfach zu furchterregend. Definitiv den Beruf bzw. das Leben verfehlt. Ach, puh. Ich dachte schon, du wärst mein Vater. Musst du mich echt so erschrecken? Hä? Der Ärger auf dem Hof, woher weißt du denn davon? Als hat dein Vater... Nein, mein Vater hat dich geschickt, mich zu finden. Da bist du wohl auch ein Söldner, oder? Ich habe gerade erst meinen Lebenstraum erfüllt. Endlich bin ich ein Söldner. Seit meiner Kindheit hat mein Vater mir immer Geschichten von großen Söldnern erzählt. Na gut, eigentlich war es meistens Cervantes, der erzählt hat, aber er ist Stammkunde in der Krone. Er hat mir alles Mögliche über Söldner erzählt, blitzende Schwerter, fürchterliche Monster und so. Ihre Abenteuer führten sie durch Wälder, Wüsten, über Ozeane, selbst auf riesige Inseln im Himmel. Er hat sich garantiert einiges nur ausgedacht, aber ich fand jedes Wort faszinierend. Schon damals wusste ich, dass ich ein großer Söldner werden will, wie meine Helden. Cervantes sagt, du sollst lernen, mit dem Großschwert zu kämpfen? Lernen? Von mir? Oh weh, er glaubt wohl, dass ich den Schwertkampf schon gemeistert habe. Aber so ein Schwert ist dermaßen schwer, ich kann es kaum heben, geschweige denn schwingen. Oh, aber warte mal eine Sekunde, wir könnten vielleicht dorthin. Entschuldige, aber wie war nochmal dein Name? Markus, oder? Na gut, Markus, folge mir.
Ich kenne den perfekten Ort, um ein bisschen zu üben. Okay, okay. Erst meiner Gruppe beigetreten. Du sollst mir doch voranlaufen. Nein, wir sind auf der Karte. Ein bisschen üben. Ich dachte schon, der Hof wäre da. Da müssen die in der Krone nur aus dem Fenster gucken, da sehen sie den Hof, ob die Monster noch da sind, aber scheinbar ist der doch woanders. John hat sich nur fast wieder zur Krone zurück verzogen. Und macht sich dort mit Erfolg ins Hemd. So. Süden, Süden, Süden. Ach nee, da, 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 da. Ey, da war ich doch auch schon mal. Da gab es die Edelscheite. Die stand hier. Die steht hier. Ist die immer noch edel? Warte. Kann ich nochmal. Ja, guck mal, können die Fähigkeiten. Wir sind jetzt beides. Ich weiß nicht, das muss ja jetzt eine normale sein. Wenn es wieder Edelscheite ist, freue ich mir natürlich einen Ast ab. Entgiftete Beeren. Wenigstens etwas. Hier sollen wir üben. Stein der Disziplin? Wir nennen ihn Stein der Disziplin. Viele Söldner haben sich an ihm erprobt. Cervantes hat erzählt, dass das Spalten des Steins mit deiner Klinge der erste Schritt auf dem Weg ist, ein großer Söldner zu werden. Klingt unmöglich, oder? Aber er sagte, es gibt einen geheimen Trick, um ihn zu spalten. Wie war das nochmal? Man hält das Schwert so und dann... Hua! Oder so ähnlich. Das bringt nichts, ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Ich hatte Angst, mir die Hand zu brechen, deswegen habe ich es nicht wirklich probiert. Das mir wird nie ein echter Söldner. Was bin ich doch für ein toller Lehrer, der nicht mal beibringen kann, wie man das Schwert hält. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Mein Name tut nichts zur Sache, ihr wart so laut. Da kann man nicht mal ein Nickerchen halten. Ah, der Stein der Disziplin, immer noch hier, hm? Du kennst diesen Stein? Hm, schätze mal, das kann man so sagen. Hey, ich könnte euch zwei Grünschnäbel deinen kleinen Trick zeigen. Erstmal, eure Haltung ist katastrophal. Für Großschwerter braucht man mehr Technik als Kraft. Ja, Großschwertfähigkeit erlernt. Was ist das für ein Tier? Ist langsam, aber stark. Mit höheren Rang kannst du durch verschiedene Druckfolgen auf Arm mit starken Attacken oder Kombinationen angreifen. So macht man das. Unmöglich, das schaffen wir nie. Du da. Ja, du. Du bist eine von den stillen Sorte, was? Warum versuchst du es nicht mal? Du hast eigentlich nicht viel Kraft, um ein Schwert richtig zu schwingen. Am wichtigsten ist dein Griff. Leg dein Schwert an und komm dann zu mir. John macht die Biege. Ach, richtig. Wir müssen es anlegen. Also quasi im Schwert. Warte. Hier sind wir falsch. Hier sind wir falsch. Mal schließen. Karte, Quests, Menü. Halte ich jetzt gerade meine Axt nicht? Ich halte doch mein Schwert in der Hand. Ah, das Falsche. Ah. Boah, was ein fettes Ding, ey. Wer hat das schwerste... Wer hat das längste Schwert im ganzen Land? Mal gucken, die Axt ist hier, ne? Alles klar. Ein Stein mit einem Schwert spalten? Unmöglich. Hast du kein Dragon Ball geguckt, oder was? So. Du hast dein Schwert angelegt. Gut. Halt das Schwert so, wie ich es dir gezeigt habe, und dann schwingst es gegen den Stein. Du musst nicht mal besonders stark schwingen. Lass dein Schwert die Arbeit machen. Ja, Mensch, auf so Sachen wäre ich auch selbst gekommen. Ah. Ich versuche ein bisschen stärker. Gibt es auch Schwachpunkte oder so? Ich habe jetzt schon eine Combo gemacht irgendwie. Das war heftig. Oh, ich habe den Stein der Disziplin kaputt gemacht. Nicht schlecht. Was, du hast ihn gespalten? Das ist ja unglaublich. Oho, der Stille ist ja mit dem Schwert eine echte Wucht, gar nicht mal schlecht. Gut, ich versuche mich jetzt aufs Ohr zu hauen, bevor ich wieder gestört werde. Bis dann und ciao. Hm, er ist weg. Wer um alles in Riviera war, dieser alte Knuffling? Naja, wie auch immer, ich fasse es nicht, dass du echt diesen Stein gespalten hast. Hey, warum kommst du nicht mit und hilfst mir, die Sache auf der Farm gerade zu biegen? Was, mein Vater hat dich das schon gefragt? Wenn das so ist, muss ich ja nichts erklären. Ich habe den Job angenommen, aber ob ich das schaffe? Zu zweit schaffen wir das aber mit Sicherheit. Na los, Markus, auf zur Farm von Gilius. Okay. Ich bin hier das Mädchen vom Dienst, ich mach doch eh alles. Wie, zu zweit schaffen wir das? Du schickst mich vor, du Noob.
Und wirst wahrscheinlich am Ende dann gefeiert oder lässt sich feiern. Ich hab das ganz allein gemacht. So. Der Weg scheint nach Süden zu führen. Mit den Türen allüren. Und Dürüm. Weiter nach rechts. In den Osten. Günther, ich bin der Elektriker, ich würde noch ihre Döse küken. Das ist der Hof, aber ich sehe keine Monster. Doch, John ist hier. Hallo? Da sind sie. Moment, das ist ja nur ein Karottier. Karottiere sind mutierte Karotten, die lebendig geworden sind und nicht als Schabernack treiben. Sogar ich soll das mit meinem Gegner aufnehmen können. Oh, es sind drei. Drei Karotten. Ah, es sind ja noch mehr. Also, vielleicht kann ich es doch nicht mit dieser Armee aufnehmen. Was, du erledigst sie, Markus? Großartig, du kannst ja mit deinem Schwert eh schon viel besser umgehen als ich. Ich begebe mich lieber in eine sichere Position und gebe dir taktische Hilfestellung. Du schaffst es, Markus. Sie können es nicht mit dir aufnehmen. Ja, was mit dem Bauern? Redet er auch mal ein Wort irgendwie? Der Gilius. Kein bisschen. Ja, ich drücke einfach mal A, ne? Einfach mal dreimal hintereinander. Oh, er hat mich angegriffen. Aber die Monster, die wir schon gesehen haben, als wir so einen kleinen Abstecher gemacht haben in diese Grasebene oder was es war, die waren ja teilweise schon heftiger. Ich glaube, ich habe ja auch ein paar Karotten besiegt da. Ob es noch mehr Kombis gibt oder ne, andere Tasten so ein bisschen durch. Ausgewichen. Das muss es auf jeden Fall gewesen sein. Ja, yeah, ich habe drei Karotten zerstört und bin jetzt der Held der Nation. Du hast es geschafft, du hast es echt drauf, Markus. Was für ein Kampf, Mensch gegen Gemüse. Oh, sowas sieht man nicht jeden Tag. Ah, Gilius, ich würde sagen, das Problem ist gelöst, oder? Ja, alles im Butter. Los, sagen wir Sevantes Bescheid, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Schön. Zu wenig Text für Gilius. Deswegen spreche ich ihn gerade nochmal an. Mein Feld ist ja ganz schön verwüstet. Ich mache mich besser um die Arbeit. Alles klar, hier, Samantha, ich bin der King. Ich habe hier alles, die Ungeheuer des Jahrhunderts, in die Pfanne gehauen wie kein zweiter, ja. Das ist mir sage und schreibe drei Karotten aufgenommen und sie mit einem Schwert besiegen können. Ja, ich bin schon ein toller Hecht, ne? Ein echt toller Hecht. Wir müssen zur Krone. Jetzt sind wir so einen schönen Kreis gelaufen hier durch ganz Riviera. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hier kommen wir. Die Lappen mit Helmen. Okay. Dann halten wir wieder deinen Roman ab. Potzblitz! Nicht schlecht für die erste Aufgabe. Und du hast den Stein der Disziplin gespalten. Respekt! Ein alter Knuffling hat uns einen Trick gezeigt, wie es geht. Ein alter Knuffling? Hm. Ja, er scheint eine Menge über Großschwerter zu wissen. Ist er ein Freund von dir? Vielleicht ist er das selbst, der Cervantes. Hm, ich frage mich, ob er es ist. Vibration? Och, boah, Hilfe, schrecklich, schlimm. Banu. Oh, Moment, Luft holen. Also ich... So, ich bin Herr Grond, um mich bei euch zwei Jungspunden zu bedanken. Ich hab's vorher vergessen zu sagen, aber ich bin euch echt dankbar. Klar, kein Thema. Aber was gibt's denn so Schreckliches? Ja, stimmt. Ich bin wegen was anderem hier. So ein Rasierschnabel läuft frei herum auf dem Feld und vom Freund im Viscostil. Hui. Ein Rasierschnabel, ein beeindruckendes Monster. Beeindruckend? Warum und alles in Riviera sollte so ein Monster hier auftauchen? Warum fragst du nicht selbst? Am besten vor, es fällt auseinandernimmt. Warte mal kurz, Gilius. Hey, schau nicht mich an, Cervantes. Mich könnt ihr vergessen. Keine Chance. Tja, dann musst du diese Aufgabe wohl übernehmen, Markus. Sehr gut. Dein erster Tag als Söldner, du bekommst gleich so einen Auftrag anvertraut. Respekt, Alter. Was? Das ist heute dein erster Tag als Söldner? Das ist zu gefährlich, Cervantes. Das ist kein Häufchen verspielter Karotten, sondern ein bösartiges Monster. Aber unser Jungschmund kennt das Gefühl der Angst noch nicht. Perfekt also.
Hör zu, Markus! Ein Söldner muss manchmal seinen Stolz davon abhängig machen, ein Monster zu besiegen. Vor allem brutale Monster, die Menschen angreifen. Diese geben unserem Söldner-Dasein erst Sinn. Wir Söldner trainieren jeden Tag und bereiten uns so darauf vor, solche Monster zu erledigen. Was denkst du, wer der größte Feind eines Söldners ist? Oh, ich weiß es, brutale Monster, die Menschen angreifen. Nun, das ist leider falsch. Das Leben ist keine Quizshow. Gerade du solltest die Antwort eigentlich kennen, John. Wie fühlst du dich gerade, mein Junge? Jetzt? Ich schätze, ängstlich? Genau, absolut richtig. Markus, du kennst das Gefühl wahre Angst noch nicht und deshalb bist du perfekt für diese Aufgabe geeignet. Wirst du erhobenen Hauptes dem Feind trotzen oder wirst du den Abgründen der Angst erliegen? Sieg, Niederlage, alles ist möglich, aber so trainiere ich meine Schüler. So ein Adler seine Jungen aus dem Nest stößt, so schicke ich dich auf deinen Pfad. Vielleicht verlange ich auch zu viel, aber ich... Ich werde dich nicht völlig unvorbereitet fortschicken. Ich kenne eine neue, nette Technik. Voller Schwung erlernt. Habe ich das erlernt? Erst jetzt erlerne ich's. Halte A gedrückt. Lass A los. Gut. Simpel. Markus, nimmt nun ein Schwert und bahn dir damit den Weg durch das Leben. Ja. Wenn du mich machen lässt, dann freue ich mich auch. Ach, John, der Alte. Das ist ja... Ein toller Hecht. Wenn man nur wüsste, wo es hier lang geht. Ja. Im wunderschönen, friedlichen, mittelalterlichen Dörfchen. Hier unten. Aber nicht wieder zu den Karotten. Führ mich doch mal woanders hin. Ne, genau hier und nirgendwo anders. Oha, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Im nächsten Part. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Nicht das nächste Mal verpassen. Bis dann und ciao.